den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts, als Josef Eder seine Lehre in der Korbwarenfabrik Mosler in Winzer begann. Das Schlagbrett mit Gestell, auf dem der Korb zur Reparatur steht, hat ihm damals ein örtlicher Schreiner gebaut. Ja, wenn ich da so an meine Kindheit, wenn ich so zurückdenke, dann bringt mir da so ein, dass mein Vater damals schon Holzschau gemacht hat. Da ist er so in seiner Werkstatt gesessen, auf der Haselbein. Also ich bin oft daneben gestanden und so zugeschaut. Und später hat er sich halt dann umgestellt und hat mit den Kerben angefangen, die er dann selber verkauft hat. Weil das bei uns eh so üblich war, da hat einer von den anderen die so abgeschaut und gelernt. Auch mein Großvater, die haben zwar wegen der Landwirtschaft gehabt, der Kleine, der hat sich auch schon ein Drittel in der Tarnung zusammengesucht und hat sich so erbte Kerbe und Holzkerbe halt an damals hauptsächlich gemacht worden. Ja, und ich sitze bin da und das Schlagbrett und zum Teil auch mein ganzes Werkzeug, das stammt noch von der Lehrzeit. Das Schlagbrett und auch fast das ganze Werkzeug. Ich habe halt da bloß einmal neue Bredeln drauf gemacht, sonst wäre die Bredel nicht mehr viel da. Die Stücke, die zu Meister Josef Eder in die Werkstatt kommen, haben meist schon eine lange Geschichte hinter sich, sind ihren Besitzern ans Herz gewachsen und sollen wieder wie neu dastehen. Auch dieser Babykorb. Dann sind da noch die Neuanfertigungen. Körbe, die man sonst nirgends mehr bekommt. Sepp, grüß dich. Egon, grüß dich. Sepp, ich hätte einen Reisekorb braucht. Zu seinen Kunden zählt Josef Eder auch den Hausierer Egon Greiner. Der zieht wie früher in Körben über Land und hat immer wieder mal einen Auftrag. Ja, hast du die Ausführung? Hätte ich ungefähr 70 cm so herum. Oma. Und ja, genauso. Genauso stelle ich mir vor. Ja, genauso stelle ich mir vor. Ja, also um 70 Jahre. Und so bald wie möglich, wenn es geht, okay, dann sagst du mir Bescheid. Wenn es soweit ist. Okay, vierte dann, gell? Ja, vierte Egon. Die Gegend um den Markt Winzer ist schon seit zwei Jahrhunderten ein Zentrum der Korbmacherei. An den Altwassern der Donau gelegen, nicht weit hinter Deckendorf, war es der Reichtum an Weiden, der den Körbelzäunern, den Korbmachern, das Material nie ausgehen ließ. Solange die Weiden noch gut im Saft stehen, lassen sie sich am besten schälen. Josef Eder holt sich dazu ein Spezialwerkzeug, den Riertelschorber, den Rutenschaber. Ein U-förmig geschmiedetes Rundeisen, das er einfach in einen schweren Holzbock steckt. Es ist Handarbeit. Keine Maschine könnte vergleichbar sauber Blätter und Rinde vom Holz trennen. Die Bündel im Hintergrund herzurichten, war also eine ganze Menge Arbeit. Von seinem Hof aus sieht er bis zum Nachbardorf Schwanenkirchen. Dahinter beginnt der Bayerische Wald. Es hat angefangen zu regnen. Für den Korbmacher nicht unbedingt ein Unglück, denn die Rierteln brauchen Feuchtigkeit in der Luft, sonst brechen sie beim Flechten. 60 auf 37 cm wird der Boden des Reisekorbs. Und mit dem Boden beginnt er sein Werk. Kurz noch einmal das Maß überprüft. Dann wählt er sorgfältig die sogenannten Bodenstecker aus. Möglichst gerade sollten sie sein und alle einen ähnlichen Querschnitt haben. 6 Stück braucht er.
Die Weidenruten sind gewachsene Natur. Mit dem Biegeeisen hilft er noch etwas nach, begradigt. Sein Arbeitstisch, das Schlagbrett, ist ein universelles Gerät. Eine Seite hat einen hölzernen Schraubstock angebaut. In den spannt er zuerst eine Fichtenleiste, dann eine zweite. Seiner Werkbank sieht man das halbe Jahrhundert an. Sogar der Wurm hat sich schon dafür interessiert. Trotz des Naturwuchses des Materials oder vielleicht gerade deswegen ist das genaue Arbeiten eine der Tugenden eines guten Korbmachers. Ein Holz oben quer fixiert das Maß. Damit sich die Rirteln jetzt auch wirklich gut flechten lassen, hat sie Josef Eder noch einmal extra eingeweicht. Das helle Schimmern des Holzes kann durch Schwefeln noch verstärkt werden. Ansonsten dunkelt das Material mit der Zeit nach. Für Meister Eder ist der Reisekorb eine willkommene Abwechslung nach all den Reparaturen der letzten Zeit. Schicht heißt das Geflecht, das er jetzt um die senkrechten Staken windet. Der Anfang ist immer am schwierigsten, bis das Ganze Stabilität gewinnt. Die Handwerke des Flechtens sind wahrscheinlich noch um einiges älter als die des Webens. Wände früher Behausungen waren geflochten. Moses wurde im alten Ägypten in einem Körbchen gefunden. Körbelzäuner hat man die Korbflechter früher auch genannt. Dass der Begriff des Zäunens, des Zaunmachens, eng mit Flechten verbunden ist, beweisen noch heute Flechtzäune in den Alpen, die dem Geflecht des Meister Eder ganz ähnlich sind. Zugewachsen sind die stillgelegten Gebäude der Firma Mosler, die einst ein Zentrum der Korbfabrikation war, mitten in Winzer. Ja, und damals war halt die schwierige Zeit, hat auch schon fast keine Lehrplätze gegeben. Und das hat sich dann so ergeben nach meinem Schulabschluss, dass ich da bei Mosler beim Weinschneiden schon dabei war auf die Felder. Und im Frühjahr Weiden schälen. Und dann hat man mich einmal gefragt, ja, ob ich nicht doch in die Werkstatt will, zum Korbflechten erlernen. Ja gut, sage ich, habe mich schon gefreut drauf. Sag ich, gut, das könnte man schon probieren. Ja gut, dann ging es los, als Lehrling. Naja, man hat erst einmal einen Tag zuschauen müssen bei einem, dass man das erlernen kann. Und dann hat man halt schon versucht zu probieren. Ja, die Körbe, die waren halt natürlich etwas sehr miserabel, kann man sagen. Aber immer schöner wurden sie, immer schöner. Nach einem halben Jahr waren es schon ziemlich so Körbe, die man wirklich schon gebrauchen konnte. Und dann, ja, es dauert halt vielleicht ein Jahr, bis das ein Korb einmal so richtiges Gesicht hat, dass man sagen kann, das ist jetzt ein Korb, so wie er gebraucht wird. Das ist schon ein bisschen so ein komisches Gefühl. Der meint, weiß wie wenn das erst gestern gewesen wäre. Und weiß man noch, was man gesprochen hat, da kann man sich an viel erinnern. Da kommen wirklich alte Erinnerungen auf einmal hoch.
als man mal der Meister wieder ein energisches Wort gesagt hat oder wenn einer mal ein bisschen mehr gesprochen hat und ein wenig geschwätzt oder ein wenig, was ist, weiterarbeiten und so. Das war jetzt früher so gang und gäbe, dass der Meister immer geschaut hat, dass gearbeitet wurde. 1873 wurde die Fabrik gegründet und viele Winzerer hatten dort Arbeit und Brot. Die Ernte auf den Weidenfeldern im November. Das Schälen der Weiden war überwiegend Frauensache. Ein Foto aus dem Jahr 1926. Unter die Leute gebracht haben die Korbwaren dann die Hausierer. Zu Fuß, mit einem Hund als Zugtier. Auch Anna Mosler ist Korbmachermeisterin. Also das ist jetzt mein Urgroßvater, das ist der Firmengründer gewesen. Der ist 1870 nach Winzer gekommen. Und zwar ging das so, sein Bruder war Hoflieferant vom König Ludwig, Korbmacher in München. Und da hat der in dessen Werkstatt mitgearbeitet. Und dann hat die Regierung von Niederbayern sich überlegt, was mit der Winzerer Gegend machen könnte, weil da die Leute recht arm waren. Die haben oft Überschwemmungen gehabt, recht viele. Und um diese Not der Bevölkerung zu lindern, haben sie sich gedacht, jetzt müssen wir irgendeinen Broterwerb, einen zusätzlichen schaffen. Und dann haben sie hier in Winzer eine Korbflechterschule gegründet. Und dann haben sie meinen Urgroßvater aus München geholt und sollte als Lehrer, und der sollte ihnen das dann beibringen. Diese lange Winzer-Korbmacher-Tradition dokumentiert sich museumsreif direkt in der Ortsmitte. Was da alles im Verborgenen schlummert und auf seine Entdeckung wartet. Josef Eder hat den Boden des Reisekorbs fertig. Jetzt setzt er die senkrechten Staken ein. Mit einem Ruck drückt er die angespitzten Weiden in das Geflecht, das er zuvor mit einem Stichel in gleichmäßigen Abständen leicht angehoben hat. Das Wasser ist das Schmieröl des Korbmachers, besagt ein alter Spruch. Und tatsächlich ginge ohne andauerndes Feuchthalten des Materials fast nichts in diesem Handwerk. Zur rechten Zeit geerntet, immer wieder gewässert, nicht zu trocken gelagert, lassen sich die Rehrteln am besten in einer Werkstatt verarbeiten, denn die Luft darf eine gewisse Feuchte nicht unterschreiten. Schließlich müssen sie ja manchmal Biegungen bis 90 Grad heil überstehen. Mit dem Stichel gleicht er den Druck etwas aus. Damit ihm beim Arbeiten die Staken nicht zu sehr im Weg sind, bindet er sie mit einem Stück Draht zusammen. Den Boden fixiert er mit einem alten Schraubenzieher mitten auf seinem Schlagbrett. Als Flechtruten kann er auch Weiden verwenden, die nicht so ganz gerade gewachsen sind. Sie müssen sich nur elastisch um die Staken winden lassen. Schicht einlegen nennt er den Aufbau des Geflechts. Mit drei Ruten beginnt er. Die jeweils unterste wird dabei abwechselnd nach oben in die Staken eingelegt. Die linke Ecke lässt er vorerst offen, während er rechts das erste Rundholz einbaut. Ein guter Korbmacher braucht für die Stabilität keinen Nagel. Trotzdem wird später alles absolut fest zusammenhalten.
Schicht um Schicht arbeitet sich Meister Eder um sein Werkstück herum. Dann ist er wieder am Anfang angelangt. Nach einer halben Stunde hat er alle vier Rundhölzer an den Ecken fixiert und fünf Reihen, Schichten, sagt er dazu, aufgelegt. Um das vorgegebene Maß exakt einzuhalten, verwendet er die verstellbare Leere. Die heftet er auf die vier Eckhölzer. Der Korb hat am Boden ein Maß von 60 x 37 cm. Nach oben weitet er sich etwas. Nach seiner Tabelle, die noch aus seiner Lehrzeit stammt, kommt er hier auf 70 x 42. Früher, als diese Körbe noch öfter verlangt wurden, hatte er diese Maße alle im Kopf. Aber wer ist heute noch mit einem Reisekorb unterwegs? Ursprünglich waren es die Auswanderer, die darin ihre wenigen Habseligkeiten zum Beispiel mit nach Amerika nahmen. Noch einmal verdichtet er das Geflecht mit dem Schlageisen. Einen neuen Bund Weiden hat er über Nacht draußen eingeweicht. Nur bestimmte Längen kann er jetzt für seine anspruchsvolle Arbeit gebrauchen. Die Staken, die da senkrecht zur Decke ragen, dürfen relativ trocken sein. Die ausgesuchten Räteln aber müssen elastisch in den Händen des Korbmachers jeder Windung folgen. Immer mit dem dicken Ende beginnend legt er die Weiden ein. So laufen sie nach oben sauber aus. Gleichmäßig verteilt er die Anfänge über die gesamte Fläche. Auf diese Weise entsteht erst einmal ein keilförmiges Geflecht. Das verschwindet, sobald er sich einmal um sein Werkstück herumgearbeitet hat. Korbmachen hat manche Gemeinsamkeit mit Weben. Die Kettfäden entsprechen den Staken, die eingelegten Weidenruten den Schussfäden. Hersteller von Flechtwerk waren sicher einst die Vorbilder der ersten Weber. Frau von Josef Eder ist eine begeisterte Gärtnerin. Der Blumenschmuck vor der Werkstatt ist ihr ganzer Stolz. Mit frisch eingeweichten Weiden geht der Meister jetzt an den Abschluss des Korbes. Damit der Deckel später eine saubere Auflage hat, entsteht ein Wulst, die Kimme. Dazu formt er einen umlaufenden Kranz aus sechs ineinander gedrehten Ruten, die er nur unter jeder fünften Stake hindurchführt. Diese ragen immer noch senkrecht aus dem Geflecht heraus.
Was noch fehlt, ist ein Rand, über den sich der Deckel stülpen kann. Der entsteht aus den Staken. Die knickt er jetzt entsprechend vor, um unter der jeweils obersten vier hindurch zu flechten. Er hat sie kräftig angefeuchtet, die Staken, sonst würde eine nach der anderen brechen. So aber machen sie alles mit, folgen willig, wohin der Meister sie biegt und bindet. Einmal um den ganzen Korb herum und aus den Staken ist ein kunstvoller Rand entstanden, über dem der Deckel später sauber schließt. Tatsächlich scheint das Wasser noch einmal alle Fähigkeiten der Weide als elastischer Sprössling zu wecken. Wie eine Schnur dreht Meister Eder die letzten Staken zusammen und zieht sie in das Geflecht. Jetzt muss er nur noch die überstehenden Rutenenden abschneiden. Und das Korbunterteil ist fertig. Früher holten die Korbmacher all ihr Material gleich unterhalb von Winzer aus den Donauauen. Um auch ausgefallene Kundenwünsche erfüllen zu können, hat Josef Eder nicht nur Weidenrierteln, sondern zum Beispiel Reisstroh oder tropische Gräser in seinem Lager. Die flachen Fichtenleisten braucht er als Grundgerüst für den Korbdeckel. Im Gegensatz zum Boden, bei dem er auch als Staken Weiden verwendet hat, nimmt er hier die sogenannten Einflechtleisten. Sie ergeben eine gleichmäßigere Oberfläche. Wer heute so einen Korb bestellt, für den ist er eher ein Schmuckstück, weniger ein Gebrauchsgegenstand. Schon deshalb steckt der Meister sein ganzes Können in dieses Werk. Bringt er deinen Kopf? Ja, stimmt. Ja, da. Hat der Frank zum Kopf schon? Nein, der steht noch oben in der Garage. Ja, so wäre schon gekommen. Meist sind es Leute aus der näheren Umgebung, die Körbe bestellen, die sie in einem Laden so nicht mehr kaufen können. Eine gute Stunde? Und 80 eingeflochtene Weiden später ist der Deckel so weit, dass er ihn aus dem Schlagbrett ausspannen kann. Hat er das überstehende Material abgeschnitten, wird er, genau wie beim Korbunterteil, Staken einstecken und aus 10 Schichten den Deckelrand flechten. Jetzt geht er aber erst einmal in die Donauauen, frische Rierteln schneiden. Es ist Juni und an der Zeit. Die Weinfelder haben eigentlich ausgesehen wie ein Getreidefeld, muss man sich das vorstellen. Da kommen die Sprösslinge, das sind die Stöcke, da wachsen die Sprösslinge raus, die können bis zu 2,50 Meter lang werden, die Weiden. Und dann das Grün drauf, das Laub, wo die Weiden, wie man so eigentlich weiß, wo wie eine Weide ausschaut. Und so standen die Felder da. Vielleicht vor 40 Jahren hätte man noch Weidenfelder praktisch sehen können, aber ein Feld nach dem anderen ist verwuchert und irgendwie dann einmal wieder kultiviert worden und für andere Zwecke ist das wieder weiter benutzt an das Feld. Und so sind die Weidenfelder eigentlich verschwunden. Die beiden Korbteile sind fertig. Einen ganzen vollen Tag lang hat Meister Eder an seinem Werk gearbeitet. Die Zeit für Vorbereitungen wie Schneiden, Schälen, fachgerechtes Einlagern der Weidenruten nicht mitgerechnet.
Zum Schluss befestigt er mit Krampen die Beschläge am Korb. Falls der doch irgendwann auf eine Reise geht, soll er abschließbar sein. Sauber sitzt der Deckel jetzt auf dem geflochtenen Wulst. Es ist die Kunst der Korbmacher, natürlich gewachsene Materialien wie Weidenruten zu Werkstücken zu verbinden, die trotz der Ebenmäßigkeit der Verarbeitung Lebendigkeit ausstrahlen. Ein klein wenig stolz ist er schon auf das Werk seiner Hände. Denn wie viele sind noch imstande, so ein Stück überhaupt anzufertigen? Noch könnten das Handwerk Jüngere erlernen. Es gibt sogar eine angesehene Korbmacherschule. Doch Josef Eder macht sich da keine Illusionen. Schließlich war er schon Mitte des vergangenen Jahrhunderts einer der letzten Lehrlinge in der Korbfabrik Mosler. Und das an einem Ort, in dem einst fast jeder irgendwie mit dem Korbmachen zu tun hatte.